Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, ich sehe fertig des Todes aus. Das liegt daran, dass ich ungefähr vor 3 Sekunden aufgestanden bin. Aber ich habe heute Nacht, glaube ich, 11 Stunden geschlafen. So viel habe ich nicht am ganzen Wochenende zusammen, also in den 2 Nächten vom Wochenende, nicht geschlafen. Also ich glaube, das hieß Kaffeecreme. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber auf jeden Fall sieht es schon mal echt gut aus. Während ich meinen unfassbar leckeren Kaffee trinke, ich habe wirklich nur dann noch einen halben Esslöffel, also einen Teelöffel Zucker reingemacht und einen kleinen Schluck Milch, so viel wie halt überhaupt noch Platz war, wollte ich euch mal meinen Plan für den Tag so erzählen. Ich möchte heute das Wohnungsupdate drehen. Dafür muss ich die Wohnung vorher natürlich aufräumen und sauber machen. Also einmal ja, aufräumen, wie gesagt, überall mal ein bisschen über alle Flächen drüber wischen, Tisch und so, und staubsaugen. Dann muss ich die Wäsche hier da abnehmen. Ich hoffe, dass sie schon trocken ist. Ich habe soeben mein Wunschkennzeichen reserviert. Ich freue mich da so sehr darüber. Klar, also mein Wunschkennzeichen. Ja, das kommt da gerade raus. Mein Wunschkennzeichen wäre mit den Ziffern 7777 gewesen. Dass ich das mit meiner gewünschten Buchstabenkombination nicht kriege, habe ich mir fast gedacht, vor allem hier in Leipzig. Wäre ich irgendwo auf dem Dorf in irgendeinem kleinen Kreis, keine Ahnung, kein Problem, denke ich. Aber hier nicht. Aber wie gesagt, Leipzig. Wir sind in Leipzig, ne? Ja. Wie er das sagt. Aber ich habe eine andere... Audi R8. Was ist mit einem Audi R8? Reparieren Teile. Da braucht man Teile, wenn man einen Audi R8 repariert. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe eine andere ziemlich geile Zahlenkombi mit meiner gewünschten Buchstabenkombi. Zeitverzug, ich sehe aus, ey. Und zwar aufgrund dessen, dass ich gerade ungefähr 3 Stunden abgewaschen und abgetrocknet habe. So, bis auf das Kinderzimmer ist die ganze Wohnung sauber und aufgeräumt. Ich bin nicht am Ende, aber schon ziemlich geschafft. Ich habe gerade auch die Wäsche weggeräumt und habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bis wir losfahren müssen. Ich werde jetzt erstens mich noch schminken, weil ich einfach die Zeit dazu habe. Und zweitens dann noch das Kinderzimmer aufräumen, auch wenn ich weiß, dass es halt insofern nicht so viel Sinn macht, weil der Karl ja eh dann direkt danach wieder da drin spielen wird und so. Aber im Endeffekt... wird es zumindest nicht mehr so übelst chaotisch werden, bis wir, also weil wir ja dann unterwegs sind. Ja, wir fahren gleich zum Bäcker. Also, da wir halt dann nicht die ganze Zeit hier sind. Und zum anderen ist es halt auch einfach mal gut, wenn man einfach mal am Tag zwischendrin aufräumt. So, wie gesagt, ich schmink mich jetzt. Hier fehlt was. Ah, das habe ich gerade ausgenommen. Ihr seht schon, ich, trotz dass ich echt genug Schlaf hatte, bin ich schon wieder ein kleines bisschen neben der Spur.
trotz Maskenpflicht habe ich Lippenstift drauf gemacht, weil ich ja nicht 24/7 die Maske trage. Ich finde es übelst cool, der Lippenstift passt meiner Meinung nach voll zu meinem Oberteil. Das ist auch nicht nur so ein Pullover, sondern das ist ein Body, ziemlich cool. Und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich das cool finde, wenn das hier so rausguckt oder nicht. Aber eigentlich schon, ich glaube. Selbst wenn man das vielleicht nicht so trägt oder vielleicht trägt man es gerade so. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich finde es aber irgendwie, weiß nicht. Man sieht ja dann, dass es ein Body ist. Ich finde es cool. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch total modeunbewusst, was auch immer. Wir haben noch 20 Minuten, bis wir los müssen. Ich werde jetzt das Kinderzimmer aufräumen. Dann fahren wir zum Bäcker und drücke mir die Daumen, dass ich einen Bäcker finde, wo ich mit Karte zahlen kann, wo ich Kuchen finde, wo ich ziemlich gute Auswahl finde. Nicht nur diese 0815 irgendwas mit Pudding und Streuseln. Also drückt mir bitte die Daumen und ich werde euch dann meine Ausbeute berichten. So, wir sind mittlerweile wieder da. Ich weiß nicht genau, wie lange wir unterwegs waren. Wir waren bei zwei Bäckern und ich zeige euch jetzt eben mal, was ich geholt habe. Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich intensiver mich vorher mit der Recherche beschäftigt, bei welchem Bäcker oder bei welcher Konditorei ich eine riesen krasse, große Auswahl und alles habe. Aber im Endeffekt, ich zeige euch mal, was ich habe. Also darüber kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Im Bäcker habe ich das hier geholt. Was eigentlich, oh, klebt hier voll, sieht auf jeden Fall echt schön aus. Und beim zweiten Bäcker habe ich das hier geholt. Also Kai hat noch was Kleines gegessen, als wir los sind. Dementsprechend, meine Güte, es ist jetzt gleich 1:30, also das wird so unser Mittagskaffee trinken, was auch immer. Ein süßes Haustier, Fliegi ist da. Kai hat dir entdeckt und mir gezeigt. Nachdem ein großer Teil vom Kuchen alle ist, aber auch nicht alles. Dementsprechend habe ich morgen zum Frühstück nochmal Kuchen, weil jetzt heute esse ich dann nur noch herzhaft. Habe ich jetzt schon ein paar Szenen für das Wohnungsupdate gedreht. Ich habe mir auch jetzt überlegt, genau wie ich das machen will und so. Dann habe ich das Bettlaken, was ich vorher noch in die Wäsche getan habe, aufgehängt und bin jetzt hier gerade schon wieder am Wäsche sortieren, weil ich werde noch eine normale Maschine so waschen, weil der Wäschekorb ist schon wieder voll und ich habe keinen Bock, dass ich jetzt vor dem Wochenende da nicht hinterherkomme. Wie schön der Karl sein Zimmer ganz alleine aufgeräumt hat. Hier war das totale Chaos. Und ich habe ihm das mehrmals sagen müssen, aber er hat dann hier ganz alleine alles in die Kiste geräumt und in die Kiste. Das hast du so toll gemacht, Kali. Hat der Kai super gemacht. Und ich habe in der Zeit die Wäsche sortiert, Flecken entfernt und jetzt wäscht hier, ich glaube es mir selbst gerade noch nicht so ganz, eine helle Wäsche. Das bedeutet, ich habe nach hell und dunkel sortiert. Und der Kali und ich werden jetzt mal entspannen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie spät es ist. Auf der Mikrowelle steht 3:08 Uhr. Das ist definitiv nicht richtig. Nachdem ich die ganze Zeit davon erzählt habe, dass wir da noch was Herzhaftes essen, weil es ja Kuchen zum Mittag sozusagen gab, kam der Kali so an, ja, ich möchte was Herzhaftes essen. Ich habe ihm Kartoffelsalat angeboten. Daraufhin sagte er, nee, lieber nicht. Seine Standardantwort mittlerweile. Das ist total lustig. Und eigentlich... Kartoffelsalat. Möchtest du Kartoffelsalat essen? Ja. Als ob der Kai auch gestern keinen gegessen hat, dann nur was anderes noch gegessen. Wir probieren es mal. Wir füttern dem Kai mal Kartoffelsalat. Nein. Mhm. Lieber nicht. Mhm. Lieber nicht. Ich finde den unfassbar lecker. Der Kai hat ein Käsebrot mit Salat. Den Salat hat er runtergenommen. Aber das Käsebrot. Käsebrot? Mhm. Das wird gegessen, super. Es ist noch nicht mal 6 Uhr, aber uns fehlt praktisch mehr oder weniger eine Mahlzeit, beziehungsweise ich glaube, der Kuchen hält einfach nicht so lange an. So, ich dachte mir mal, ich probiere mal mit Filter zu vloggen. Die Frage ist bloß gerade, in was für einem Videoformat das aufgenommen wird, weil ich das jetzt über Instagram mache, aber ich werde sehen. Ich habe mir gerade einen Pullover angezogen. Es ist unfassbar kalt geworden. Heute ist der 1. September und pünktlich zum ersten Herbstmonat ist es einfach nur unfassbar kalt. Ich hasse das kalte Wetter. Ich habe ja drunter den langärmlichen Body und habe übelst gefroren jetzt beim Essen.
Wir sind auch noch beim Essen. Ich muss mir gerade was Langes anziehen und wollte ich das zeigen. Also, der Karl gönnt sich noch ein halbes Stück Kuchen. Hier drüben schleudert die Waschmaschine und die Teller hier oben klappern, oder? Sind die da? Ja, die Teller klappern. Jetzt immer noch. Die Wäsche ist also gleich fertig. Ich werde den dann aufhängen. Und mir wird von Sekunde zu Sekunde kälter. Vielleicht sind das noch die Nachwirkungen von meinem ultimativen Schlafmangel. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Karl. Ja, an dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, was wir zu dem Tag gemacht haben. Morgen passiert bestimmt auch einiges. Guten Morgen. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich zum einen, wie fertig ich aussehe. Das ist echt nicht normal. Meine Haare sind nicht gemacht. Ich werde meine Haare jetzt auch nicht machen. Ich hatte ungefähr 2 Stunden Schlaf, obwohl ich gesagt habe, dass ich noch unbedingt Schlaf erholen muss. Aber ich bin echt krank geworden über Nacht. Ich weiß nicht, ob man das hört an meiner Stimme. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass ich dementsprechend jetzt diese Woche nicht weiter vloggen werde, weil ich mich erstmal mehr oder weniger auskurieren muss und meine ganzen Termine nächste Woche gern wahrnehmen würde. Halt, stopp, da kommt noch ein Einschub, Einwurf aus dem Schnitt. Ich habe weiter gevloggt. Und zwar gibt es einfach Mittwoch, also morgen, das Wohnungsupdate. Da an dem Mittwoch habe ich nämlich nicht gevloggt, wo ich so richtig krank war. Aber Donnerstag und Freitag habe ich weiter gevloggt und deswegen geht es einfach ganz normal weiter die Woche wieder mit Vlogs und Mittwoch mit dem Wohnungsupdate. So, und jetzt ist auch mal gut hier. An der Stelle beende ich das Video jetzt wirklich.